Wort für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, der Klassiker, Verdrängung. Es ist wirklich absurd, ja fast unerträglich, nur einmal im Jahr in den Urlaub zu fliegen, statt fünfmal. Das muss doch möglich sein. Ist es nicht eine Zumutung, nur mit 130 km/h über die guten deutschen Autobahnen zu schleichen, wenn man doch 250 rasen könnte? Und es ist ja fast peinlich, einen Knopf anzunähen, statt bei Kick einfach neue Klamotten zu kaufen. Und Kolleginnen von Union und FDP, und wie Sie ja sicher wissen, bin ich immer und selbstverständlich voll an Ihrer Seite. Die Menschheit braucht digitale Währung. Und wenn die Transaktion eines Bitcoins 500 Kilowattstunden oder 200 Kilogramm CO2 braucht, ja, was soll man da machen? Und wenn die Industrie sagt, sie müsse CO2 ausstoßen, damit der Laden läuft, ja, dann müssen wir das doch glauben, als ob die Industrie jemals gelogen hätte. Nein, niemals. Meine Damen und Herren, das menschliche Gehirn ist fähig, Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen, mit der Zeit als Tatsachen anzuerkennen. Die Union ruft nach CCS, nach Techniken, um CO2 einzulagern. Ihr Antrag ist Teil des Märchens, dass Technik alle Umwelt-, alle Klimaprobleme lösen kann und dass die Menschheit sich nicht zu ändern braucht. Dieses Märchen suggeriert, dass mit neuer Technik problemlos die Zahl der Flugreisen steigen kann, dass Wegwerfmentalität und exponentielles Wirtschaftswachstum problemlos beherrschbar seien. Diese Geschichte ist verantwortungslos, sie ist falsch. Gleichzeitig blendet die Union die Gefahren verschiedener CCS-Technologien aus. Entweicht konzentriertes Kohlendioxid, ersticken Menschen und Tiere. Druckveränderungen im Untergrund können Erdbeben auslösen. Das Kohlendioxid im Untergrund verdrängt Tiefengewässer mit Schwermetallen und verseucht das Grundwasser. Diese Risiken lehnt die Linke ab. Lange gesetzlich garantierte Produktlebenszeiten, Verkehrsverlagerung zu Bus und Bahn, Tempolimits, ein erneuerbares Energiesystem und natürlich die Förderung neuer Technologien zur Dekarbonisierung der Industrie, das sind Schritte zu echtem Klimaschutz. Wir Linken wollen die Nutzung von unvermeidbaren CO2-Emissionen als Rohstoff. Für Lebensmittel, für Kunststoffe, ja selbst für Stahl wäre das machbar und im Gartenbau. Leider konzentriert sich die Union zu stark auf CCS, will am liebsten CO2 exportieren. Die Union will das Problem ins Ausland verlagern. Das ist die falsche Geschichte. Das ist der Klassiker. Das ist Verdrängung. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Lukas